So, wollen wir uns mal ein bisschen Übersicht verschaffen. Die sammeln sich leider da hinten, ja. Flankenangriff hier, genau, das hatten wir ja auch schon gesehen. Zermürbt leider. Ah, aber nochmal Stand gehalten. Die lassen sich wieder zurückfallen. Hier unten auch ein Flankenangriff jetzt. Interessant, damit... ja, die haben Stand gehalten, das war wichtig. Damit haben wir hier jetzt die Option, ihn zu flankieren. Die leichten Truppen weichen aus. Ganz schönes Chaos jetzt hier schon, weil die Reiterei halt überall ausweicht. So, die geht hinterher, greift die auf dem Hügel an, die verliert trotzdem. Hält aber Stand. Verrückt. So, wird jetzt hier irgendwo wird geschossen und ich sehe es wieder nicht. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht zentriert. So, die haben sich gesammelt und das war's. Hm, werden wir als erstes mal hier den Flankenangriff gehen. Stand gehalten. Ach man. 5% Impact nur. Wie viele Chancen habt ihr geschwächt? Große Wahrscheinlichkeit auf ein Unentschieden tatsächlich. Ja, die Leichten sehen da ganz gut aus. 0. Können da oben noch mit unterstützen. Das Ding ist, dass die dann halt hier gleich hinter uns stehen. Wie lange wollen die noch standhalten? So, hier haben wir auch nicht so die besten Aussichten. Hier schießen wir mal weiter. Widerstand gehalten, Herrgott nochmal. Unentschieden ist okay. Die werden nicht aushalten. Gucken, ob wir hier vielleicht bei dem Angriff von hinten... Nee, hält Stand. Unentschieden? Ach, Mist. Ja, das sind gar nicht unsere. Hier im Wald. 2% Siegchance. Gucken wir erstmal kurz hier rüber. Könnten hier noch rein. Oder hier. Sind halt, wie gesagt, nur leichte, ne? Das ist das Problem. Aber hier wäre es zumindest unentschieden. Also machen wir das mal. Je mehr da unterstützen, desto besser. Jetzt haben wir da auch ganz gute Chancen. Leider, leider nur ein Unentschieden. ...70% noch. Kommen wir da noch mit irgendeiner anderen Einheit noch darüber? Sieht mir jetzt gerade mal nicht so aus. Unentschieden. Hier möchte ich eigentlich aus dem Sumpf rauskommen, ne? Und der da oben, nee, das ist auch Unsinn. Ziehen mit denen mal hier runter, damit wir hier diese Einheiten im Rücken bedrohen können. Die Hoffnung ist, dass sie sich auch bald wieder sammeln hier. Mit denen macht das Feuern eigentlich schon gar keinen Sinn. Ja, komm, wir weichen hier aus. Wir weichen hier aus. So, die gibt es immer noch. 1% Impact Chance. Hoffen wir mal ganz stark, dass die den Kontakt hier gewinnen. Oder zumindest einen Unentschieden kriegen, so meine ich. Ach, Mist. Wäre wichtig gewesen, dass sie drinnen bleiben. Hier haben wir zum Glück ein Unentschieden, das ist okay. So, und dann die Situation hier oben. Sind natürlich hier die Chancen besser, weil die Einheit gegen zwei gegnerische Einheiten kämpfen muss. Da haben wir ein Unentschieden entsprechend und hier werden wir wahrscheinlich jetzt verlieren, ja. Aber wir haben den Feldherrn getötet und damit die Einheit geschwächt. Ja, interessant.
Mal schauen, wie sich das hier entwickelt mit den Irregulären. Die hoffe ich eigentlich nächste Runde mal schwächen zu können. Jetzt haben wir noch die Lanzenreiter. Das werde ich aber nach wie vor hier nicht unternehmen. So ein Angriff ins unebene Gelände rein. Ich meine, wir werden beide ungeordnet dann. Aber 5, nee. Er hat einen leichten Überhang. Leicht bessere Chance für ihn, weil seine Einheiten besser gepanzert sind. Oder wie war das? Überlegen, gepanzert. Nee, das sind tatsächlich identische Einheiten hier. Ah ja. Da hatten wir ja aber nicht so viele von. So, dann hoffen wir mal, dass wir hier ein Unentschieden bekommen. 30%. Verloren, aber standgehalten. Verloren, aber standgehalten. Ob das nächste Runde nochmal so passiert? Ich glaube eher nicht. Hier sieht es ein bisschen gefährlich aus. Bleibt spannend. Weitere Flucht hier hinten von leichten Truppen. Und ich wollte das ausschalten. Wo geht's ab? Hier geht's gerade ab. Unsere Leichten fallen zurück aus dem Kampf hier. Ah, hier werden wir jetzt geschwächt und dann in der Folge natürlich logischerweise sofort angegriffen. Haben das aber problemlos abgewehrt. Allerdings, naja. Hier drüben Kampf verloren, aber standgehalten mit den Leichten. Dafür die gegnerischen Leichten hier geschwächt. Hier unten wurden wir geschwächt. Okay. Sieht nicht mehr ganz so optimal aus. Hier unentschieden. Hier ein Unentschieden. Leichte gegen Speere. Da haben wir jetzt gewonnen. Und was ist da rausgekommen? Zermürbt. Wunderbar. Ja, hier macht er sich zur Flankierung bereit. Unsere wurden zermürbt, trotzdem wir auf dem Hügel stehen. Ja, wichtig, hier gesammelt. Sehr gut. Komm, gib uns mal jetzt hier einen schönen Sieg irgendwo. Hier, Panik. Die ersten Lanzenreiter raus, die Leichten gehen hinterher. Hier kommt der Folgeangriff, sehr, sehr gut. Unentschieden leider nur. Die Leichten gehen hier rein, werden geschlagen und geschwächt. Hier haben wir jetzt 2%. Unentschieden, das war gut. Drehen wir uns mal und feuern auf die. Und da werden wir so oder so ja zusammenbrechen. Können wir auch das erst machen. Haben wir sogar nochmal durchgehalten. Wow. Bin ja beeindruckt. Bin ja beeindruckt. Die sind in der Verfolgung. Wie ist der Kampf hier gegen den Wald? Ja, total unentschieden weiterhin. Mal Flankenangriff, aber die können natürlich ausweichen. Wir erwischen sie aber noch. Und haben sie damit zermürbt. Geschwächt. Können wir sie jetzt packen? Den Kontakt verlieren wir möglicherweise, aber den Nahkampf sollten wir über kurz oder lang gewinnen. Oder ich schieße die jetzt da mal. Denn dieses Feld ist gesperrt. Ich meine, die können mich hier schon in der Flanke packen, ne? Aber da die geschwächt sind, befürchte ich jetzt erstmal noch nicht allzu Schlimmes. Aber die Realität kann natürlich anders aussehen. Hier haben wir sie knapp nicht erreicht. Das ist ein bisschen schade. Hier wurde überall schon gekämpft. Hier die Geschwächten. 20%, das wir verlieren. Haben wir auch. Oh Mann. Ah, da sind wieder ein paar unglückliche Entwicklungen hier dabei gewesen. Haben wir noch Truppen, die was machen können? Wir haben hier noch eine Reserveeinheit. Und die Truppe da oben. Hätten die auch angreifen können, okay. Die Leichten können hier mal rüber feuern. Hier ist noch eine leichte Truppe. Ach so, die sind hier ausgewichen. Was machen wir mit denen? Wo brennt es am größten? Hier drüben eigentlich. Brennt es am stärksten? Ja. Hör mal zu, dass wir darüber kommen. So, Butterblümchens Reiter fliehen, Wurfspießschützen fliehen, die haben sich aufgelöst. Jetzt sehe ich wieder nicht, was passiert. Hier haben wir ein Unentschieden. Nein, unsere sind in Panik verfallen.
ausgeglichen jetzt ziemlich. Hier kommt sogar nochmal ein Folgeangriff. Hier auch. Das ist nicht gut. Wobei, die sind geschwächt. Vielleicht können wir da sogar was rausholen. Unsere haben standgehalten, jetzt flankiert und in Panik verfallen. Folgeangriff auf die leichte Reiterei, die lässt sich zurückfallen. Leichte Reiterei zermürbt, nicht gut. Hier hat er sich für einen Flankenangriff bereit gemacht. Unentschieden, unentschieden, unentschieden. Ja, es schwingt so langsam in seine Richtung. Jetzt wieder ein bisschen unsere. Genau, da haben wir noch die Folgepanik. Jetzt ist es wieder ausgeglichen sogar. Aber ich glaube, er hat jetzt unterm Strich die stärkeren Einheiten. Hier wird er uns ja auch flankieren. Der Flucht, die haben sich gesammelt. Ja, super wichtig. Hier unentschieden. So, dann gucken wir doch mal, ob wir hier gleich einen Durchbruch bekommen. Unentschieden. Wieder unentschieden. Okay. Die müssen da raus. Das machen wir am besten, indem wir hier seine Flanke bedrohen. Die müssten ja erstmal umdrehen hier. Die müssten erstmal umdrehen. So. Warum komme ich da nicht hin? Wegen der Kontrollzone. Dann werden wir hier erstmal weiter beschießen. Und die mal hoffentlich jetzt da binden. Nahkampfchancen sind für uns ja jetzt deutlich besser. Jetzt können wir ihnen hier in die Flanke fallen. Die weichen aber noch aus. Die weichen auch aus. Die können sich jetzt drehen und feuern. Hier die Leichten haben gar keine Chancen eigentlich. Aber, sag niemals nie, sie haben ein Unentschieden rausgeholt. 25% gegen die Geschwächten reicht uns leider auch nicht. Hier ist wieder der Abnutzungskampf im vollen Gange. Wir haben tatsächlich hier hinten nochmal eine Truppe und relativ gute Chancen, im Kontakt zu gewinnen, aber ich feuer lieber. Hier verfolgen wir. Hier feuern wir auf die Geschwächten. Die Truppe hat sich leider noch nicht gesammelt. Aber hier ist auch niemand, den wir beschießen können, wegen der ganzen Nahkämpfe, die hier stattfinden. Von daher lasse ich die da stehen. Die wiederum können hier hinfeuern. Hätten sie auch hier hinziehen können, naja. Uhu, 19-19. Also bisher nimmt sich das nichts. Wir haben hier halt, na, die sollten hoffentlich hier im Nahkampf dann jetzt brechen. Wir haben hier eine angeschlagene Einheit, er hier. Wir haben hier noch eine. Die geschwächten Plänkler zähle ich jetzt nicht mit. Die und mit dem Oberbefehlshaber unter Deng Giesig sollten wir auch bald haben. 150 Mann ungefähr noch drin. Also fast 100 verloren. Man sieht das ja auch schon in dem Banner, dass die nicht mehr allzu lange durchhalten. Na, mal schauen, wer hier die Schlacht für sich entscheiden kann. So, die fliehen weiter, die Bogenschützen. Die haben sich aufgelöst. Da waren auch nicht mehr allzu viele Mann drin in der Truppe. Die leichten Reiter fliehen und jetzt, warum bringt das Spiel mich immer nicht dahin? Die haben nochmal standgehalten, wow. Da oben unentschieden, ja okay, da haben wir den Hügel halt. Das passt schon, hier weichen wir aus in den Wald, interessanterweise. Die Lanzenreiter kommen hier rum, ja. Die haben sich umgedreht, um uns zu flankieren. Ja, 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 ja. Das ist jetzt ein ich bedrohe deine Flanke, du bedrohst meine Flanke Spiel. So, überall hält der Gegner hier Stand, leider. Irreguläre Fußtruppen zermürbt. Ja, leider hat uns die Kamera wieder nicht darüber gebracht. Ich verstehe nicht ganz, warum das nicht immer funktioniert. Vielleicht, weil ich zwischendurch mal raustappe oder so. Kann da sein. Plänkler werden beschossen. Und die sollten wir doch jetzt wohl kriegen, oder? Komm schon. Ja.
kommt sogar hier noch ein schöner Flankenangriff dabei raus. Zermürbt und die Chancen sehen nicht gut aus, aber wir können jetzt, denke ich, hier reinreiten mit unseren Geschwächten. Unentschieden leider nur, aber beim nächsten Mal sollte es dann besser aussehen. Unentschieden auch hier und gegen die Leichten auch unentschieden. Hier stehen die Chancen nicht hundertprozentig gut für uns. Ja, aber trotzdem okay. Da sieht es einigermaßen ordentlich aus. Hier werden wir einfach nur feuern, damit... ja, schön. Die haben mittlerweile auch schon einige Verluste genommen, damit wir da dann bald rauskommen. Hier kann man das sicherlich optimieren, genau so. Und... So was, dann greife ich tatsächlich hier mal an, auch wenn das keinen Moralverlust bedeutet. Ja, Befehlshaber ist gefallen. Feindlicher Oberbefehlshaber gefallen. Die Einheit wurde geschwächt, die haben Stand gehalten. 80%, die müssten bald in der Zwangspanik sein. Ne, geschwächt jetzt erst, wow. Unentschieden. Hier geht der Abnutzungskampf weiter. Da sind überhaupt keine Favoriten irgendwie zu erkennen. Hier werden wir mal reinfeuern. So, jetzt müssen wir hier drüben mal überlegen, was wir hier machen. Also wie gesagt, die Flanke wird bedroht. Das könnten wir verhindern, indem ich die Einheit hier rüber drehe. Dann kann uns die aber hier packen. Ich müsste im Grunde hier runterkommen. Das habe ich mir jetzt verbaut, indem ich mit der Truppe hier hingeschossen habe. Kann ich denn hier drüben rein? Nee, kann ich nicht. Weil hier die Angriffsstrecke ist, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, ja, ich muss mich jetzt hier drehen. Hilft ja nichts. Und hier werden wir dann auch einfach feuern. Geschwächt. Ah, ich dachte, ich hätte mich noch drehen können. Ah, das ist natürlich blöd. Dann kann er mich hier flankieren. Hoffen wir mal, dass unsere Truppe hier wegkommt. Das war gut. Leider standgehalten da. Schade. So, wen haben wir noch? Die Truppe, aber die ist auch noch nicht einsatzbereit. Hier sind wir ausgewichen. Genau, da werden wir mal ein bisschen feuern. Und das war's schon wieder. Ja, momentan leicht zu unseren Gunsten. Die Zermürbung und so hier. Die Einheit geschwächt. Das sind ja sehr starke Einheiten hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier drüben ist es wieder ein bisschen heikel, wie gesagt. Sehr gespannt, wie es da weitergeht. Jawohl, die haben sich aufgelöst. Die haben sich aufgelöst, die Irregulären. Die fliehen. Da haben sich die gegnerischen leichten Nomadenreiter gesammelt. Und ich sehe wieder nicht, was abgeht. Hier haben wir jetzt den Flankenangriff abbekommen. Ja, sind dadurch geschwächt worden. Erreicht er uns auch noch? Ja, noch ein Flankenangriff. Standgehalten. Das war wichtig. Hier oben wurden wir allerdings zermürbt. Das ist natürlich gar nicht gut. Die sind zermürbt worden. Die Plänkler. Unentschieden hier wieder bei diesem Abnutzungskampf. Da sind unsere jetzt in Panik verfallen. Ein Folgeangriff auf die größere Einheit, die das aber abwehren kann, obwohl sie geschwächt ist. Ah, hier passiert so viel. Unentschieden da drüben. Die sollten wir doch aber jetzt möglichst bald haben. Wer war das jetzt, wer sich hier zurückfallen lassen? Die da oben, glaube ich. Feindliche Lanzenreiter geschwächt. Huzzah! Huzzah! Hier unten die Einheit in Panik versetzt. Die wird sogar noch verfolgt, dadurch die Einheit hier geschwächt. Und unsere berittenen Bogenschützen haben sich gesammelt. Formidabel, liebe Leute, formidabel. So, hier werden wir schon mal einfach nur feuern. Hier werden wir jetzt versuchen, die Leichenreiter zu brechen. Na, immerhin haben wir sie zermürbt. Den Hügel runter, ja, immer noch 20% gegen uns, bleibt beim Unentschieden. Wir mal feuern zur Abwechslung. Die sind im Verfolgungsmodus. Die gehen den Hügel runter. Feind weicht aus. Wir erreichen ihn knapp nicht. So, dann wollen wir hier mal sehen, dass wir die endlich... Jawohl, Zwangspanik.
Und Folgeangriff auf die, die uns hier flankiert haben. Die lassen sich jetzt zurückfallen. Und drehen wir uns da mal ein. Schauen wir mal, ob wir die hier brechen können. Standgehalten. Ah, schade. Und die Geschwächten zermürbt. Also, da tut sich aber doch schon ein bisschen was. So, ich flankiere die mal. Ja, die haben sie gut abgewehrt. Chancen sind hier überhaupt nicht gut. Hier wahrscheinlich auch nicht. Wobei, sehr, sehr ausgeglichen, weil der Gegner schon geschwächt ist und ordentlich Männer verloren hat. Mit den Zermürbten komme ich leider nicht raus. Das heißt, ich werde da feuern müssen. Die kommen auch nicht raus. Die können hier nichts machen. Ich lasse sie da stehen. Was machen wir mit denen? Das ist jetzt die spannende Frage. Die müssen wir mindestens drehen. Mehr können wir da nicht machen, damit sie dann hier drüben unterstützen können. Und wir hoffen wir hier mal das Beste. Stand gehalten, sehr gut. Und unentschieden. Der Abnutzungskampf geht auch hier weiter. Jetzt langsam ändern sich die Wahrscheinlichkeiten dazu unseren Gunsten. So, zum Angriff gegen die Geschwächten, die wir tatsächlich zermürben konnten mit den wilden Nomadenreitern. Hervorragend. Ja, er läuft sehr gut momentan. 12% Differenz zu unseren Gunsten. Ich bin recht zufrieden. So, da geht die Verfolgung weiter. Die fliehen ebenfalls. Wir haben noch nicht ganz von der Karte runter. Nächste Einheit in Panik. Das war allerdings unsere Einheit hier. Und wir wurden hier nochmal attackiert, allerdings konnten wir das abwehren. Hier sind wir zermürbt worden jetzt. Unsere leichten Reiter wurden geschwächt. Ja, Geplänkel. Der Abnutzungskampf geht weiter. Ah, hätte der Gegner nochmal standgehalten. Da auch. Wow. Auch kaum Verluste hier. Die haben sich aufgelöst. Die haben sich gesammelt. Das ist natürlich auch nochmal gut. Und so weiter fliehen. Ja, dann schießen wir hier mal weiter. Mal sehen, dass wir hier vielleicht mal den Gegner zermürben können. Leider nicht. Da ist auch noch nichts rausgekommen. Die sind noch in der Verfolgung. Die versuchen wir jetzt mal zu erwischen irgendwie, aber die fliehen durch den Wald, okay. Ach, wisst ihr was, hier hätte ich das erst machen sollen. Genau, Panik. Und die sind geschwächt, na gut, dann war es ja doch okay. Trotzdem nur unentschieden. Und die nächsten Lanzenreiter in Panik. Dann hier unten ein Feind geschwächt. Hier sind unsere allerdings mittlerweile stark angeschlagen. Schauen, was hier rauskommt. Da sind unsere in Panik. Unser Feldherr ist gefallen. Die Verfolgung wird aufgenommen. Hier kommt der nächste Angriff, den wir allerdings abwehren können. Jetzt können wir hier jedoch flankieren. Durch die Verfolgungsbewegung können sie uns hier nicht mehr ausweichen. Sie halten aber dem Angriff stand, ärgerlicherweise. So, die leichte Reiterei hier lässt sich zurückfallen, das gefällt mir natürlich gut. Hier feuern wir weiter. Hier versuchen wir mal, sie zu erwischen. Ach, schwächt unsere. Dass wir die vielleicht auch mal in Panik schießen, hätte ich gedacht, aber auch noch nicht. Ne? Und dann bleibt noch das Gefecht hier gegen die Zermürbten, leider nur unentschieden. Ja, also 11% zu unseren Gunsten.
hat sich nochmal einiges getan hier in dem Bereich vor allen Dingen, wo unsere, wie gesagt, der rechte Flügel, der so bedrohlich aussah, der jetzt zusammengebrochen ist. Dafür haben wir hier ein paar Einheiten in Panik versetzt, konnten sie hier also auffangen. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. So, kann Butterblümchen hier nochmal die Wende bringen, wobei, naja, die Differenz ist nicht so riesengroß. Die Einheit flieht, die Einheit wird weiter dezimiert. Die weicht aus, wird weiter verfolgt von unseren Lanzenreitern. Hier kommt es zum Nahkampf, den wir aber mit Unentschieden entscheiden können. Jetzt weiß ich nicht, wo der Kampf wieder war. Hier drüben weichen unsere Leichten aus. Unentschieden hier, Unentschieden da. Unsere zermürbt. Oha. Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden. Die weichen jetzt aus. Interessant. Auf der Flucht, mal gucken, ob da noch jemand wieder zurückkommt. Die lösen sich da vor dem Wald auf, ja. So, Feuer frei. Immerhin nochmal 5 rausgenommen. Hier können wir immer noch nicht angreifen. Das wäre, naja, ich mach's trotzdem, weil sie, genau, weil sie eh schon zermürbt waren. Dann haben wir die rausgenommen. Hier gegen die Zermürbten, leider nur unentschieden, Mensch. Hier den Hügel runter, fast 40%, trotzdem nur unentschieden. Die weichen uns aus. Die sind noch im Verfolgungsmodus. Die würde ich gerne berechnen natürlich, aber ich will lieber hier in diesen Kampf eingreifen, falls wir da überhaupt noch standhalten. Ja, gut, 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 gut. Wichtig an der Stelle auch. Hier, ach nee, das war die gegnerische Einheit, die hier zermürbt wurde, wovon wir leider erstmal noch nicht profitieren. Stattdessen verlieren wir selber, halten aber Stand, haben nur noch 117 Mann in der Truppe. Hier werden wir mal, warte mal, konnten wir hier einen Flankenangriff reiten? Können wir machen, mal gucken, vielleicht gewinnen wir den. Ja, geschwächt. Ah, das hätten wir mal gleich machen sollen. 25% gegen uns. Stellen wir den mal hier hin. Mal gucken, wo er jetzt mit Asparuch hin will. Und die müssten sich hier halt sammeln, damit wir da irgendwas machen können. Oha, sieht schon jetzt nicht mehr so gut aus, weil wir so viele Männer verloren haben. Ich meine, die sind zwar geschwächt hier, aber... Na gut, die werden sich ja nächste Runde... Da sie die Verfolgung hier nicht aufgenommen haben wegen des Waldes, können wir sie nächste Runde drehen, übernächste Runde angreifen. Dauert ein bisschen lange. Die müssen sich erst sammeln, die müssen sich auch erst sammeln. Wenn sie das tun, könnte man halt hier flankieren, ne? Genauso wie da. Naja. So, was geht hier noch? Was geht hier noch bei Butterblümchen? Kann er noch irgendwas rausholen? Zumindest wurde uns der Zug hier nochmal zurückgespielt, also da muss noch irgendwas passiert sein, oder? Ach ne, wir haben die 25% Differenz ja nicht. Das ist das Ding. So, unentschieden, hier unten. Feindliche gepanzerte Reiterveteranen mit Bögen gerät in Panik. Sehr gut. Unentschieden bei diesem Waldgefecht. Das ewige Unentschieden. Nahkämpfe hier drüben. Aha, Gegner hält Stand. Schade. Da fliehen unsere Leichten, da fliehen unsere, was sind das? Die Reiterveteranen. Hier wurden unsere Leichten geschwächt, wieder im Nahkampf fahren. Und wir sind wieder dran. Und ich werde direkt mal wieder die Einheit hier bestürmen, die weiter ausweicht, ja. So, dann hier 40% mittlerweile. Zwangspanik, sehr gut. Damit sind wir jetzt bei 23. Die Zermürbten kriegen wir immer noch nicht klein, lustigerweise. Die sind immer noch zermürbt, können nicht angreifen. Ja, zermürbt, obwohl die Chancen sehr auf Unentschieden standen. Hier auch eher standgehalten. nicht so die besten Chancen hier. Da stehen plötzlich auch gepanzerte Lanzenreiter hinter uns. Die Geschwächten hier, da haben wir 10%. Gucken wir mal.
Unentschieden. Also die sind auch hier bald vor der Zwangspanik, so wie das Banner aussieht. Also so ganz vorbei ist das hier noch nicht, würde ich mal sagen. Leider nicht erwischt, schade, knapp. Hier müssen wir rum. Munition, die eine Runde, die wir da noch haben, spare ich mal. Hier machen wir jetzt den Flankenangriff. Geschwächt und standgehalten. So, geschwächt gegen geschwächt, unentschieden. Ja, die können halt nicht angreifen. Die können zumindest hier mal runterschießen. Die können die denn schießen, wenn sie zermürbt sind? Ja, das können sie zumindest. So, 30% gegen uns. Unentschieden aber. Die stehen ja so, dass die wahrscheinlich hier die Einheit angreifen wollen. Interessant, warum sie hier nicht flankieren. Also 2% Differenz fehlen noch. Die Einheit sollte über kurz oder lang endlich mal die Flucht antreten. Hier haben wir jetzt die zermürbt. Das gibt uns ganz gute Chancen. Hier sieht es nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Also da könnte er schon theoretisch noch was rausholen. Bin mal sehr gespannt, wie das laufen wird. So. Die Armee in heller Flucht. Meine Lanzenreiter, ne, seine Lanzenreiter haben sich da gesammelt. Hier haben die sich auch nochmal gesammelt. Wo war der Nahkampf jetzt? Hier. Da haben wir nochmal ausgehalten. Hier haben die Bögen nochmal ausgehalten. Unentschieden hier. Unser Flankenangriff, Zermürbung, aber noch keine Panik. Beschuss. Die weichen weiter aus hier. Die der Feind hat kapituliert. Okay. Sieg für die Hunnen. Spannend, also. Ich meine, die Lanzenreiter haben mich da jetzt angegriffen, aber halt nicht. Nicht. Kein Flankenangriff geritten, ne? Joa, hier haben die sich gesammelt. Interessant. Gut, die hätten wir bekommen. Naja, also ich hätte hier noch eine Chance gesehen, das Ganze noch mal ein bisschen rumzureißen. Aber gut, ich habe dann halt auch einfach mehr Einheiten jetzt auf dem Feld, ne? Ja, also Mutterblümchen, vielen Dank für die Partie. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und auf ein neues. Bis bald. Macht's gut, liebe Leute.